Ja, so muss das. Okay, das reicht. Das ist ein ganz normaler Abend. Vielen Dank. Ja, schade, dass ich euch gar nicht sehe. Ich bin sicher, ihr seht alle wunderschön aus. Ich hätte hier gerne noch ein bisschen mehr geratscht, aber egal. Ja, sehr schön, dass ich diesen Abend heute eröffnen darf. Ich habe einen Text mitgebracht, den widme ich immer gerne Menschen, die wie wir heute auf Bühnen stehen und Texte vortragen und überhaupt Kultur schaffen. Und da ich heute den Tag über verteilt auch einige Menschen gesehen habe, die damit gerade erst angefangen haben, widme ich das natürlich besonders den Menschen, die sich gerade erst trauen auf Bühnen zum ersten Mal und Menschen wie euch, die vor Bühnen sitzen und Kultur unterstützen. Denn das ist wichtig. Bin den Text nicht nochmal durchgegangen, aber ich hoffe, ich kann ihn. Ansonsten alle Hänger gehören dazu. Der Text geht so. Damen, Herren und alle dazwischen, wir sind heute versammelt, um Poesie und das Volk zu mischen, die unter unseren Nägeln gammelt. Drum sperrt auf die Ohren und lauscht den Geschichten, die die Jugend von heute betreffen. Hier und jetzt können wir Kapitalismus vernichten, weil wir eine Revolte anzetteln. Wir sind Thomas, der sich eigenhändig zwängt aus der Babyklappe, Anna, die Kohlenhydrate zählt in ihrer Trainingsmappe, Lenas Fanfictions sind für sie Flucht und Therapie, Marcel schwenkt Regenbogenflagge gegen Homophobie, Niklas will einfach unterhalten, Joy sich vom Mainstream abspalten und Nele analysiert gern animalisches Balzverhalten. Adoleszente, auf der Suche nach Meta-Identität, nach mehr als Guacamole, Quinoa, F-Plus-Mentalität, sehen sich als Friedensbotschafter, als seien sie Zeitzeugen von Woodstock. Und für die Hausarbeitsabgabe-Deadline bauen sie sich ein Schlupfloch. Ob große Entertainer oder Great Pretender, Mario Bato, More Mansplainer oder Quotenausländer, sie alle wollen etwas bewegen. Also gebt ihnen eine Plattform. Ihr Platz ist auf Bühnen vor Publikum und nicht in einer Kacknorm, denn kaschiert durch Referenzen, kulturelle Querverweise, schlummert sanft in ihnen Potenzial und geht es auf die Reise, birgt es Chancen auf ein Ausbrechen aus immer gleichen Kreisen. Hier stehen sie nun, dicht an Gedichte. Sie alle haben ihre Geschichte, sind ihre Namen auch 0815, ihre Herzen Unikate, kommunizieren mit 9-Gag-Memes oder in Trailerpark-Zitaten. Ihre Füße gehören auf Bühnen, in ihre Hände Mikrofone. Wenn ihre Stimmlippen dann schwingen, interessiert sie nicht die Bohne, sitzt da ein Kritiker im Publikum. Ist jenes Wortspiel vielleicht doch zu dumm und ist in 10 Sekunden die Zeit auch rum? Sie leben jede Punchline, imaginieren Geigenklänge oder Pyroshows von Rammstein. Und jeder Mobber bekommt jetzt gesagt, dass er sich ficken soll. Denn alle, die hier stehen, haben die Schnauze längst gestrichen voll von ihren Depressionsschüben, sind mehr als Stereotypen und wenn sie schreiben bis zum Umfallen, stellen sie sich doch wieder hin, angetrieben von dem Ehrgeiz, der durch ihre Glieder rinnt, denn wir bleiben wach, bis die Scheine endlich lila sind. Und mal ganz objektiv betrachtet, ist eine Bühne doch kein Schlachtfeld, ist für jene bloß gebastelt, die manch Kampf bei Nacht in Schach hält. Und wenn ihre Worte tönen, Tagebücher und Notizen, sei es ein simples Du bist schön, zum in Baumrinde einritzen, stehen hier heute die Verhöhnten und sie suchen nach Komplizen, nach der Stille in dem Dröhnen, nach Verbündeten in Sitzen, teilen ihre Melodramen, schreiben ihr eigenes Libretto, was ihre Lehrerinnen nicht ahnten, sie haben so viel mehr in petto, werfen alles, was sie fühlen, in die Ränge, als wär's Sperrmüll, reißen Menschen aus den Stühlen, schütteln Ass aus dem Ärmel, aus dem Ghetto kriegst du Kinder, doch aus Kindern nie das Ghetto. Das Format ist für die Unterschicht oder für Daddys Liebling. Für den, der kein Radler runterkriegt, für die, die hängt am Riesling. Heute hören wir Resultate aus den 1000 Entwürfen. Deine Abrechnung damit, was du auf dem Pausenhof spürtest, wurdest wütend, wurdest bitter, warst die maulende Myrte. Könnten sie dich heute sehen, denk dran, wie staunen sie würden. Mit Silbengemetzel begräbst du heute sicher nicht das Kriegsbeil. Spuckst in hochnäsige Fressen mit einem szenereifen Freestyle. Trampelst auf ihren Gefühlen, wie sie einst bei dir und rewind, stichelst Borsten in alten Wunden. Hältst den Spiegel vor und rewind ohne Mitleid, endlos Schleife. Lang genug warst du jetzt leise, jetzt bist du mal an der Reihe, den Beteiligten zu zeigen, dass die Zeit langsam mal reif ist für dein kämpferisches Manifest. Weil über manches Wort kein Gras je wächst, stellst du jetzt einen Ausweg aus dem Selbsthass auf die Beine, denn Erfolg ist deine einzige gottverdammte Option, zu versagen ist keine. Und durch deinen Leib da strömt unaufhaltsam Energie. Du bist nicht mehr Marionette, führst jetzt Eigenregie und der Punkt sind nicht die Punkte, nein, der Punkt ist Poesie. Du bist so viel mehr als Ware in der Massenindustrie.
Hier stehen keine Konkurrenten, wenn es auch nicht immer Freunde sind. Nebeneinander wollen wir kämpfen, streben zu den Träumen hin, die uns jeden Tag antreiben, jeden Fetzen aufzuschreiben, der uns in die Sinne kommt. Wer uns zuhört, findet prompt Seelen, die verwundet sind. Weder Star noch Wunderkind. Kommen aus der Nachbarschaft oder aus dem Problemviertel auf dem Weg zum Arbeitsamt oder doch zum Doktortitel. Unsere Eltern tragen Putzhandschuhe oder Ärztekittel. Doch erzählt nur, wer mit wie viel Herzblut welchen Wert vermittelt. Ob Hauptschulabbrecherinnen, ob Privatgymnasiallehrer, alle leuchten auf dieselbe Weise im Bühnenscheinwerfer. Und du kannst dir nur gewinnen an Erfahrung und an Reife und an der Befähigung, nach den Sternschnuppen zu greifen. Dass hier Augen auf dir ruhen, verleiht dir das Recht zu hoffen, dass man dir Gehör schenkt. Denk dran, du hast noch eine Rechnung offen mit jenen, denen du sie zeigen musst. Die Leidenschaft in deiner Brust, die dich vorantreibt, dir Tribut zollt. Denn was du anfasst, das wird zu Gold. Solange du dran bleibst, dass der Zug rollt. Und wir, sie hören deine Message. Niemand nennt dich jetzt noch hässlich. Zeig ihnen deinen nackten Arsch, als wärst du Bunny Rabbit. Selbst wenn dein Herz noch angeknackst ist. Du wirst an jedem Rückschlag wachsen. Nur Kraft der chaotischen Sätze, ausgefeilt auf deinem Schreibblock, vom ersten Atemzug über den Klimax bis zum Mic Drop und in die ehrfürchtige Stille schallt plötzlich unverblümt ein Ruf. Sagt, warum lernt ihr Kunstschaffenden keinen richtigen Beruf? All die Clubs und die Theater sind ja ein ganz netter Spaß. Doch wer bewegte je die Welt, indem er was vom Textblatt las? Wenn ihr es so liebt, sprecht doch zu Hause in die Kameras. Talent ist schön und gut, doch reicht es meist nicht für mehr als ein Hobby. Hilfesuchend blicken wir uns um, doch haben keine Lobby, haben ja nur Trost gespendet, als die Welt für alle Kopf stand. Alle applaudieren für Kultur, kein interessiert der Aufwand. Du verstehst nicht, wie wir arbeiten, wenn du nur 5 Minuten siehst. Sei im Lockdown, ohne Bücher, Filme, Serien, Musik, Netflix, Radio und Podcasts. Rate mal, von wem die stammen. Nur mit kreativer Energie können wir dein Herz entflammen. Und es wird früher dunkel jetzt. Und unser Licht will man verbannen. Also präg dir diesen Merksatz ein. Wir sprechen ihn zusammen und brüllen jeden gegen die Wand, der es nicht hören will. Kunst und Kultur sind systemrelevant. Und ohne uns wird's still. Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür. Ich fummel ja noch ein bisschen rum. Ich habe einen zweiten Text mitgebracht, den fand ich ganz passend. Yay, ihr seid leicht zu begeistern, das freut mich. Den fand ich ganz passend, weil wir hier auf einer Klimakonferenz sind, wie wir alle wissen. Ich habe diesen Text eigentlich gar nicht zum Thema Klima geschrieben, aber danach kamen ein paar Leute und meinten, ja, der passt dazu auch so ein bisschen. Allgemein Aktivismus, Gerechtigkeit etc. Ich habe ihn ursprünglich geschrieben für die evangelische Kirche oder für die Kirche allgemein. Jedenfalls der Auftritt war in einer evangelischen Kirche. Ich glaube, es war also für die evangelische Kirche habe ich den Text geschrieben. Zwar sollte ich einen Text schreiben, angelehnt an die Geschichte der Arche Noah. Die kennen wahrscheinlich die meisten Menschen. Man muss, glaube ich, gar nicht sehr bibeltreu sein, um diese Geschichte zu hören oder zu kennen. Und deswegen habe ich hier diesen Text geschrieben, den ich ja sortieren muss. So. Perfekt. Genau. Deswegen viel Spaß mit diesem Text. Wie gesagt, entstanden für die evangelische Kirche, heute für die Klimakonferenz in Lüneburg. Hab viel Spaß. Text geht so. Es begibt sich in Zeiten, die sich heute niemand vorstellen mag. Es wächst Gottes Zorn auf die Schöpfung, einst stark von ihm geliebt, sind er Rache an diesem Meilensteintag. Er ist bitter enttäuscht, gab diesen Wesen freien Willen. Doch sie missbrauchen ihn, um egoistisch ihre Gier zu stillen. People are trash. Er kommt leicht zu dem Schluss, dass worin einst seine Hoffnung lag, gescheitert sein muss. Verflucht seien die Menschen, sollen dorthin zurück, woher sie kamen. Nur blöd, dass er sie selbst erschuf mit seinem Atem. Im Grunde lagen sie alle einst in Evas Armen und jetzt mucken sie auf. Das kann doch nicht sein. Jahwe fühlte sich noch nie so hilflos und klein und zum Glück da, wo es Regeln gibt, gibt es auch Ausnahmen. Die Hoffnung heißt Noah, ein stattlicher Knabe. So wird Gott warm ums Herz, er sieht in ihm die Gabe, sie zu überleben, die zornige Strafe. Die Lektion wird erteilt, genau so wird es laufen. Der Schöpfer lacht hämisch, der Himmel reißt auf und ihr Territorium überschwemmt. Und sie werden ersaufen.
Nur Noah hat die Ehre. Er ist auserkoren. Ebenso die drei Buben, die ihm waren geboren und um die Evolution weiter voranzutreiben, dürfen, wie gnädig, auch vier Frauen bleiben. Ehefrau und Schwiegertochter 1, 2, 3 sind voll Dankbarkeit und auch Elan mit dabei. Dank ihnen soll auch nach dem Massensterben wieder Nachwuchs heransprießen. Wenn auch später niemand Ahnung hat, wie sie eigentlich hießen, vollbringen sie auf Gottes Zuruf das wahrlich Unfassbare, packen tatkräftig mit an, um zu entgehen seiner Strafe, und bald prangt majestätisch die beeindruckende Arche. Und nun gilt es, sie zu füllen, denn Gott hat einen Plan. Und um den zu präzisieren, winkt er Noah kurz heran. Such im Tierreich nach Gefährten und hol zu dir auf den Kahn von jeder Spezies genau zwei. Jeweils einen Mann, ein Weib, denn langfristig wäre es doch schade, wenn die Welt unbevölkert bleibt. Und der Noah, der ist fleißig und er tut, wie ihm geheißen. Doch biologisch kaum gebildet, streift er planlos durch die Wildnis. Kann einfach nicht feststellen, welches Tier ist Frau, ist Mann. Bei manchen gibt es eine Vermutung, anderen sieht man es gar nicht an. Drum entschließt er, dass er als Hinweis nur Liebe herhalten kann. Drum hält er Ausschau nach Tierpaaren, deren Anblick ihn erfreut. Und das große Schiff der Rettung ist zum Ablegen bereit. Jede Spezies ist vertreten, gewappnet, um an Bord zu gehen. Die Besatzung will Auge in Auge der Gefahr begegnen. Wir schaffen das. Komme, was wolle. Und es beginnt zu regnen. Zunächst fühlt es sich richtig an. Die Flut, sie steigt und steigt, doch die Arche Noah ist stabil und gleitet still und leicht. Ihr Gottvertrauen begleitet sie. Durch Wind und Sturm vereint, fast entgeht ihnen, dass für andere hier nichts mehr sicher bleibt. Der Regen strömt auf das, was Erde war. Erbarmungslos, gewaltsam, doch sie alle sind im Trockenen und steuern unaufhaltsam auf ein sicheres Leben zu. Denn Gott sagt ihnen, steht das zu. Sie haben sich immer gut betragen, was gibt's da zu hinterfragen? Hier die Guten, da die Bösen. Woher kommt das Unbehagen, das sich ausbreitet im Nu bei der auserwählten Kuh? Es lässt ihnen keine Ruhe, weil sie langsam dennoch merken, dieses grauenhafte Unwetter beginnt sich zu verstärken und alle außerhalb dieses Schutzraumes werden ohne Zweifel sterben. Noah, die Frauen und die Söhne, Sem und Ham und Japhet, lässt die Erkenntnis weniger kalt, als der Herrgott sich gedacht hätte. Und gerade als sie glauben, sie hätten, was so schrecklich wirkt, verkraftet, sieht eine der Frauen, dass aus dem Wasser sich eine kleine Hand streckt. Und das macht etwas mit ihnen. Es erschüttert Mark und Bein. Sie haben sich nicht dazu entschieden, die Erretteten zu sein. Gott, du weißt, dass wir dir dienen. Ja, du bist groß. Ja, wir sind klein, doch können die Augen nicht verschließen. Das könnten unsere Kinder sein. Weiter wütet das Gewitter. Durch die Sintflut fährt die Arche an Bord 6 Privilegierte, sicher in ihrer Filterblase. Dadurch schon fast prädestiniert dafür, offen zu pauschalisieren. Mit dieser Welle voll von Fremden. Wie soll das bloß funktionieren? Man ist ja kaum noch sicher auf der Welt, muss Angst haben vor ihren gar abstrusen Weltanschauungen. Drum muss Gott sie ausradieren. Doch ganz im Kontrast dazu hat das Böse, hat der Feind plötzlich Stimme und Gesicht, als er durch die Fluten treibt. Bitte lasst mich hier nicht sterben. Dafür bin ich nicht geflüchtet. Als einer in der namenlosen Masse streckt er die Hände in die Lüfte, nur um sie kraftlos dann zu senken, wenige Meter vor der Küste. Da will Noah nicht mehr wegschauen. Er kann nicht mehr an sich halten. Gott, ich weiß, du hast den Plan gemacht, die Menschen auszuschalten, aber weißt du, was ich glaube? Spricht er weiter mit geballten Fäusten, dass ich fähig bin, diese Menschheit umzugestalten. Ich weiß, du hast Empathie vermisst. Sei dir gewiss, dass ich sie habe, und mit meinen Wegbegleitern hier nutze ich jetzt diese Gabe, um entgegen deines Vorhabens meine Arche zu beladen, mit jenen, die sonst hier krepieren würden. Also höre, was ich sage, denn gerade wenn du, wie du betonst, noch so allmächtig bist, solltest du mir zustimmen, dass Seenotrettung kein Verbrechen ist. Und die 6 auf diesem Schiff, sie bündeln ihre Kräfte, bauen provisorisch Rettungsleitern aus den Fischernetzen, ziehen Dutzende raus aus den Fluten, verschenken Schwimmwesten, es kommt auf jeden an und jede. Mehr Aktion, weniger Gerede, und mit vereintem Tatendrang wird den Bedürftigen die Hand gereicht. Essensreste, Kleidungsstücke, alles was im Schrank ist, bleibt an den Leiben jener, die in Sicherheit sind, als die Arche dann das Land erreicht. Aus erschöpften, erleichterten Augen spricht bloß pure Dankbarkeit. Sie konnten wohl nicht alle retten, war sicher nur ein Bruchteil, gar. Doch Hilfsbereitschaft spendet Betten, Kleidung, ein Heim, ein warmes Mahl, den Aktivismus Menschenketten, machen das Schwere erst schaffbar, zu gerne würde ich drauf wetten, dass die Geschichte echt so war. Die Arche kommt schließlich zum Stehen, hoch auf dem Berge Ararat. Und mehr Geschöpfe als geplant sehen, was Noah geschaffen hat. Einen sicheren Ort, einen Neuanfang, erwachsen aus der guten Tat. Und schau die Tiere an. 2 Pfauen schlagen quietschfidel ihr Rad. Da sind 2 Löwen, beide Köpfe sind mit Mähnen geschmückt. 2 Pinguine in Frack tapsen Hand in Hand beglückt. So prangt am Himmel bunt das Zeichen für Frieden und Toleranz. Dafür, dass du Lebewesen doch nicht reduzieren kannst auf die Herkunft oder darauf, wen sie bitten nachts zum Tanz. Dieser Regenbogen hüllt die Landschaft in einen sanften Glanz. Und ich wünschte, Noah hätte sich tatsächlich aufgelehnt, hätte hinterfragt, ob sich nicht jeder Mensch doch nach dem Leben sehnt, doch vielleicht hat er es ja wirklich. Ganz couragiert, unaufgeregt und nur durch irgendeinen Fehler blieb es in der Bibel unerwähnt.
Doch was ich weiß, ist, dass wir heute diese Art von Menschen brauchen. Denn ich sehe, wie der Faschismus sich im Land zusammenbrauen. Ich sehe Hass, ich sehe Gewalt, ich höre Aufrufe zum Töten. Welche Sintflut schützt denn jetzt davor, noch gänzlich zu verblöden? Denn ganz armselig verlacht ein Mob Bedürftige in Nöten. Doch gegen rechte Propaganda erhebt sich jetzt Gegenwehr. Sie ist laut, sie ist entschlossen, sie kommt unbequem daher. Doch am Ende siegt die Menschlichkeit und die Liebe. Denn wir sind mehr. Dankeschön.